und seine Pläne vorgestellt hat für diese Ausstellung, eine Ausstellung zu machen mit Moshe Gershuni, Jahrgang 1936, Vertreter Israels auf der Venedig-Biennale 1980, ja, in Deutschland einem eher kleinen Publikum bekannt, während er in Israel zu den zentralen künstlerischen Positionen der Gegenwartkunst gehört. Da waren wir dank Udos Begeisterung und Begeisterungsfähigkeit natürlich sehr schnell auch spontan auf das zu reagieren, auf diesen Wunsch, diese Ausstellung noch in diesem Jahr vor der vorübergehenden Schließung dieses Hauses der neuen Nationalgalerie zu ermöglichen, weil wir das einfach sehr wichtig fanden und schön fanden, dass diese geistige Haltung und diese Sinnhaftigkeit der Bilder und dieser Ausstellung, dass die eben auch einhergehen mit der tagespolitischen Entwicklung, die jetzt leider im Moment auch noch ein etwas stärkeres, eine stärkere Aktualität bekommen hat, aber eben auch Moshe Gershuni in der neuen Nationalgalerie zu zeigen, bedeutet eben auch, ihn räumlich und inhaltlich mit der Kunst und der Geschichte des 20. Jahrhunderts hier zusammenzubringen. Denn an kaum einem anderen Ort zeigt sich die von Brüchen und Katastrophen geprägte Geschichte des letzten Jahrhunderts am Beispiel einer Institution so deutlich wieder wie hier und im unmittelbaren Umfeld der neuen Nationalgalerie. Also es war für uns sehr schön, dass wir diesem spontanen Wunsch sehr, sehr gut nachkommen konnten, aber alleine konnten wir das natürlich nicht. Und darum danke ich auch vielen, die uns geholfen haben, vielen Projektpartnern. Zum einen der OZ, dem OZ Contemporary Art Fund, den Art Partners, dem Artist Grant Program und Mifal Hapais. Außerdem danke ich natürlich auch unserer Tochtergesellschaft Museum & Location, Veranstaltungs GmbH, die ebenfalls Gelder zur Realisierung für dieses Projekt gegeben hat. Wir haben in bewährter Zusammenarbeit mit der Kultur- und Konzeptagentur Graf und Frei ein Begleitprogramm entwickelt, das die zentralen Fragen der Ausstellung ergänzt. Über die Frage von jüdischer Identität in der Vergangenheit und in der Gegenwart, von Heimat, Krieg und alltäglicher Existenz sprechen und lesen jeweils ein Schriftstellergast aus Israel und einer aus Deutschland. Eine ausführliche Beschreibung der vier Veranstaltungen, die wir geplant haben, finden Sie in Ihrer Pressemappe. Wir würden uns hier natürlich über zahlreiche Hinweise in Ihren Medien freuen, damit viele Menschen davon erfahren und teilnehmen. Vielen Dank. Gabriele, ganz herzlichen Dank. Ich begrüße nochmals ganz, ganz herzlich Moshe Gershuni und lassen Sie es mich gleich zu Beginn sagen, wenn wir heute am 11. September diese Ausstellung eröffnen, ist dieses überhaupt kein politisches Statement in Gedenken an den 9/11, sondern es ist eine sehr persönliche Wertschätzung gegenüber dem Künstler, der heute 78 Jahre alt wird. Es ist ein Geburtstagsgeschenk an Moshe Gershuni. Ich möchte Ihnen zunächst ein Zitat vorlesen, um Sie in die Atmosphäre der Bildwelten, der Gedankenwelten von Moshe Gershuni ein wenig einzuführen. Kommt, ihr kleinen Krabben. Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter, war alles tot und war niemand mehr auf der Welt, alles tot. Und es ist hingegangen und hat gesucht Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollte es in den Himmel gehen und der Mond guckt es so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam,
war's ein Stück Faulholz. Und da ist es zur Sonne gegangen, und wie es zur Sonne kam, war's ein verwelkt Sonneblumen. Und wie es zu den Sternen kam, waren's kleine goldene Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie es wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat's sich hingesetzt und geweint, und da sitzt es noch und ist ganz allein. So weit kann. Es wird sehr offensichtlich, dass dieses Werk ein Werk ist, das klagt, das schreit. Es wird einem relativ schnell deutlich, dass dies ein Werk ist, was sich nicht an Formalien der Kunstgeschichte aufhält, sondern dass es immer auch biografisch sein muss. Wenn Sie gleich in die Ausstellung mit 80 Arbeiten hineintreten werden, dann werden Sie zunächst eine Wandarbeit von 1978 sehen, das Jahr auch oder in diesem Jahrzehnt, zum Ende dieses Jahrzehnts, hat sich dann auch Moshe Gershuni mehr dem Malerischen zugewandt. Und diese Wandarbeit trägt in hebräischen Druckbuchstaben den Text: Wer ist Zionist, wer nicht? Das Werk von Moshe Gershuni, meine Damen und Herren, ist, auch das wird sehr deutlich, sicherlich der europäischen Kultur sehr verbunden, dem abendländischen Denken. Und nicht ganz umsonst steht dieses gesprochene Werk am Anfang, denn das abendländische Denken, was ja so sehr auch geprägt ist über Jahrhunderte durch eine jüdische Kultur, versteht sich hauptsächlich im Verstehen von Gegensätzen. Das macht das abendländische Denken zum Beispiel aus, im Gegensatz zu einem eher asiatischen Denken. Das abendländische Denken ist ein in Polen formuliertes Denken. Es ist immer entweder schwarz oder weiß. Es ist gut oder böse. Es ist Gott oder Teufel. Es ist Zionist oder Anti-Zionist. Dazwischen gibt es kaum eine Formulierung, kein Denken. Und das Werk von Moshe Gershuni, lassen Sie es mich vielleicht auf diesen einen kleinen gemeinsamen Nenner bringen, ist ein Werk, das versucht, auch in dem anderen das eigene zu entdecken, den Ausgleich zu schaffen. Und das macht eben dieses Werk in seiner Großartigkeit aus. Und es ist großartig, weil es ein zutiefst humanistisches Werk ist. Es ist ein Werk, das verdeutlicht sich auch, wenn Sie die Texte, die Inschriften, die in die Bilder gekratzt sind, lesen. Deswegen sind alle Texte auch übersetzt. So haben wir den gleichen Kenntnisstand letztlich, was zumindest die Sprachform anbelangt, wie der, der des Hebräischen kundig ist. Und dieses Werk ist ein Werk, das, lassen Sie es mich so sagen, um einen großen Autor zu erinnern, dem wir Max Brod zu verdanken, dass wir Franz Kafka heute in seiner ganzen Komplexität kennen. Max Brod hat aber eine Fehlinterpretation von Franz Kafka geliefert. Er hat dem Werk von Kafka immer das religiöse Moment zugeschrieben, als ging es Kafka um Gott. Tatsächlich ist es, wie wir heute wissen, ganz anders. Es geht in jedem seiner Sätze um die Befreiung von Gott. Und Moshe Gershuni geht es genau darum. Er sagt, und lassen Sie mich zunächst einmal als Zitat meine Rede kurz damit beenden. Er hat es sehr treffend gesagt in einem Interview in der Zeit. Ich möchte es zitieren, Moment.
Hätten wir keinen Gott, könnten wir Kompromisse schließen. Wenn etwa einer sagt, das ist mein Stein, und der andere nein, das ist mein Stein, dann könnten wir sagen, ich bin dumm, du bist dumm, ich bin weise, du bist weise. Also lass uns einen Kompromiss schließen. Wenn aber beide behaupten, Gott hat mir gesagt, das ist mein Stein, und wenn sie, wie die Araber und Juden in Israel, nicht glauben, ihr Gott sei derselbe, dann kann keiner von beiden aufgeben. Sie werden Arbeiten sehen, ich zitiere jetzt nur eine Arbeit, die Jerusalemer Nächte als Titel trägt, und Sie werden Symbole in dieses Werk hineingeschrieben sehen, Symbole wie den Davidstern, Sie werden aber auch sehen den Halbmond und den islamischen Stern. Und Sie werden in diesem Bild weiterfinden, wie die beiden in eine Überlappung geraten. Sie werden aber auch in vielen Werken andere Symbole erkennen, auch Hakenkreuze erkennen. Gershom Scholem hat einmal gesagt, dass die Geheimnisse des Menschen in ihre Symbole einfließen. Gleichzeitig, und das ist letztlich, wenn man Scholem kennt, um was es ihm geht, ist die Pervertiertheit von Symbolen zu beschreiben. Und auch das fließt in das Werk von Moshe Gershuni ein. Jetzt möchte ich erst einmal an Uri Dessau weitergeben, dem ich so sehr dankbar bin, dass wir an dieser Ausstellung zusammenarbeiten konnten, weil ich viel über Israel kennengelernt habe, über die jüdische Kultur kennengelernt habe, wo ich glaubte, ich weiß schon etwas, muss aber heute gestehen, ich wusste wirklich nicht viel. Es war eine Annahme, die mich irrte und vielleicht auch deswegen diese Ausstellung hier von Moshe Gershuni und die Entscheidung, diese Ausstellung zu machen, fiel eigentlich direkt nach dem Besuch seiner damaligen Ausstellung. Man muss sich manchmal auf das einlassen, was man noch nicht bis ans letzte Ende versteht, um sich vielleicht diesem Ziel von Verstehen annähern zu können. Und dafür bin ich Moshe Gershuni und seinem Werk sehr dankbar. Und jetzt zu dir, Uri. Up to you. Thank you. Thank you, Udo. I would want to follow Udo Kittelmann's description of the title we chose. We chose a title which is a quotation from Georg Buchner's Woyzeck, which says, "No father, no mother," which means the artist is an orphan, the artist has no roots, the artist is coming from nowhere and goes nowhere. Nevertheless, there is also a paradox, because by quoting Buchner, who in himself is a father of German Expressionism, Moshe Gershuni chooses a father, yeah? And in a way invents himself as a son of Buchner. So we have a paradox. By stating he has no father, no mother, he invents himself a father, no mother, he invents himself a tradition, he invents himself a context. And this kind of paradox is very characteristic of the work of Moshe Gershuni, which starts very definitive, very categorical, very negative, but nevertheless very quickly rolls over himself and becomes much more ambiguous and much more and less definitive. Our show, our exhibition starts in 1980. 1980 is a very important year in the work of Moshe Gershuni. After a very productive decade during the 1970s as a language-based conceptual artist, Moshe Gershuni returns from Venice as the representative of Israel in Venice Biennale and goes what many people describe in Israel as a personal crisis, which makes him reject conceptual approach to art, immaterial approach to art, linguistic approach to art. And Moshe Gershuni then reinvents himself as an eruptive, physical,
what many people will consider a neo-expressive form of a painter. He starts to develop a very particular method, which is a source of interpretation and meaning for his work. He covers the floor with sheets of white paper and crawls over them with his on all his four, like a baby or an animal, and starts to paint with all his body, with his knees, with his bare hands, using no brush and no other means which are not coming directly from his body. The analytic approach to language shifts itself to using Hebrew inscriptions from the Jewish liturgy, from the Bible and from the Jewish prayer, which then in the 1980s is a very provocative thing to do in Israel. Israel then, one has to remember, is not as Jewish as it is today. It was then still the Jewish corpus or the Jewish figure was like a ghost in Israeli culture. And Moshe Gershuni is like bringing back the ghosts of what the Israeli identity until then was trying to repress. He investigates what many people can consider, what is the meaning of Jewishness in art, what is the meaning of Jewish aesthetics in art. And in Israel at that time, it's a very radical act to do. And it's also radical in the context of the Neue Nationalgalerie, in the context of in the European context, which excluded the Jew, or the Jew is still a very, let's say, ghostly entity within the European Western psyche. We start the exhibition, as Udo Kittelmann said, with the wall work, Who's Zionist and Who Isn't, from 1979, which is a shifting point from Moshe Gershuni's conceptual period to Moshe Gershuni, let's say, neo-expressive period. It's on the one hand a language-based work of art, which many people can characterize as immaterial. Nevertheless, the painterly intimations of Moshe Gershuni's later work in the 80s are already there. It's not a pure language art, it's more a painting, a wall painting, which is very painterly, very material, very physical, very colorful, one might say. And the show focuses more or less on the second Moshe Gershuni, yeah? The second birth of Moshe Gershuni. Udo Kittelmann and myself were identifying very quickly the importance of the typological importance, let's say, of the number 8. Within the work of Moshe Gershuni. The number 8 has a very symbolic meaning in both Christian and Jewish tradition. In Israel, it's the day where the parents are circumcising the infant to signify the connection with God. I know that in many Christian contexts, it is considered the first day of the world after 1 week of creation. Many people consider Easter as the eighth day, Easter Sunday as the eighth day. So we took the number eight, as a principle in the structure of the exhibition. The exhibition is based on 8 groups from different periods from 1980 until 2011. Within each group is comprised by 8 works. So we have 8 groups of works within them, 8 works within each group, and this is the basic structure of the show, and from then we started to play. Yeah? I would like to thank Udo Kittelmann for the welcoming to the Neue Nationalgalerie, and Moshe Gershuni for the wonderful work, and I'm very looking forward for your questions.